Willkommen zur Verleihung des ersten Joachim-Herz-Wirtschaftspreises und willkommen im Hamburger Rathaus. Die Joachim-Herz-Stiftung hat seit ihrer Gründung 2008 in Deutschland wie auch international Beeindruckendes geleistet. Dass ihre Heimatstadt Hamburg dabei besondere Aufmerksamkeit gilt, dafür ist diese sehr dankbar. Bei Wechsel der Inhalte werden immer Themen aus den Wirtschaftswissenschaften im Vordergrund stehen. Ziel ist es, Forscher und Arbeiten auszuzeichnen, ihnen Anerkennung zu verschaffen und ihnen eine Bühne hier in Hamburg zu geben. Ich halte Wirtschaft, das Thema Wirtschaft, ganz im Allgemeinen für sehr wichtig. Wirtschaft ist auch ein sehr komplexes Thema. Deswegen müssen wir in der Wirtschaft ständig neu denken und forschen. Es ist mir eine große Ehre, heute die Auszeichnung, die Laudatio für die umfassende Arbeit von Matthias Heinz und Heiner Schumacher zu halten. Diese Arbeiten, die zeigen eben die Menschlichkeit, ja, dass wir Teamfähigkeit haben müssen, um mehr zu schaffen. Und hoffentlich ist das auch eine Anregung für jeden Einzelnen von uns, zu sehen, wo können wir unseren kleinen Beitrag leisten. Nun zu der Auszeichnung von Urs Fischbacher. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen in Top-Journalen. Er hat mehrere tausend Zitate, insbesondere eins für sein Z3-Programm. Und also tausende von experimentellen Forschern benutzen dieses Programm. Mit dieser Forschung hat er wirklich es ermöglicht, die experimentelle Wirtschaftsforschung voranzutreiben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Als erstes natürlich bei der Joachim-Herz-Stiftung. Ich finde das großartig, dass sie so einen sehr großzügigen Preis für die Wirtschaftsforschung ausrichten. Es freut mich natürlich besonders, dass Sie hier als erstes an die experimentelle Wirtschaftsforschung gedacht haben. Ich möchte aber natürlich danken auch ganz herzlich denjenigen Co-Autoren, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ich möchte auch der Stadt Hamburg danken. Es ist wirklich schön, in so einem fantastischen Ambiente diese Preisverleihung entgegennehmen zu dürfen.